Und damit sei grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch wieder Engdardrim zu einem neuen Let's Play-Projekt, zu einem neuen Let's Play Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Die wird uns ab heute relativ unregelmäßig begleiten und ab und an als Let's Play auf meinem Kanal erscheinen. Wie genau, steht es noch nicht ganz fest, aber ihr dürft euch ab jetzt auf neue Videos von und mit Pokémon Weiß freuen. Ja, ich hatte eigentlich ursprünglich vor, jetzt nach Pokémon Sonne, Pokémon Diamant zu spielen, aber ich habe mich dann doch für eine neuere Edition entschieden und ja, es ist noch ein DS-Spiel, ein DS-Lite-Spiel, aber ein etwas neueres. Los geht's, würde ich mal sagen. Mit dem Spiel. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Escher. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Ach, hier haben wir also eine Pokémon-Professorin zum ersten Mal. Kein Pokémon-Professor, sondern eine weibliche Pokémon-Professorin. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Ja, habe ich so ungefähr schon in 2 Editionen vorlesen dürfen. In diesen Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen beinahe überall. Es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Um das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams, andere Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Erforschung dieser Pokémon gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was von dir. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Okay. Jetzt haben wir hier wieder die klassische Auswahl Junge oder Mädchen. Ich habe das bei vielen Let's Playern schon gesehen, dass die gerne auch mal als Mädchen starten und das mal als Mädchen angehen. Das ergibt bei mir, so gern ich das auch machen würde, leider keinen Sinn. Nur in Pokémon Y und Pokémon Alpha, Rubin und Omega Saphir, nee, andersrum, Omega, Rubin, Alpha, Saphir, ich habe die Edition nicht, Omega, diese Dingens, ich habe nur Y und dann Pokémon Sonne ist dann mein nächstes, wie ihr schon erfahren durftet. Ja, in Pokémon Y, vielleicht in Pokémon Omega, Rubin und in Pokémon Sonne macht es Sinn, aber hier in dieser Edition noch nicht, weil man kann den Charakter sowieso nicht ändern und nur wegen Style-Änderungen macht es Sinn, in Pokémon Y ab Pokémon Y da einen weiblichen Charakter zu nehmen. Also kurz gesagt, wir nehmen den männlichen Charakter und ja. Aha, ein Junge bist du also. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich würde mal sagen, das hast du richtig verstanden. Jetzt wüsste ich nur noch gerne, wie du heißt. Verrate mir doch bitte deinen Namen. Och, will die hier wirklich alles von mir wissen? Jetzt muss ich auch noch... Will sie auch noch mein Geburtsdatum hören?
Mal sehen, ob es diesmal wieder reinpasst. Ich fürchte nein. Wie ich schon im ersten Part von Pokémon Sonne gesagt habe, hat es nie reingepasst. Nee, passt nur Zwergen rein. Na gut, dann darfst du mich Zwergi nennen. Passt auch. Okay. Zwergi lautet dein Name, also ist das richtig? Ah ja. Der komplette Name hat leider nicht ganz reingepasst, aber gut, das ist der richtige Name. Zwergi, das ist aber mal ein toller Name. Gut, dann will ich dir jetzt nochmal deinen treuen Weggefährten vorstellen. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann. Dieser Junge hier heißt Cheren. Manchmal ist er sich ein wenig mürrisch, aber er ist ein aufrichtiger Bursche. Dieses Mädchen hört auf den Namen Bell. Sie geht alles ein wenig gemütlicher an, aber gibt immer das Beste. Und ich schätze, das da bist du. Ich werde euch dreien jetzt einfach mal vertrauen und jedem von euch eines meiner kostbaren Pokémon schenken. Was jetzt schon? Ganz zu Beginn. Voilà. Hör mir gut zu, Zwergenfürst. Von dem Augenblick an, an dem du dich für ein Pokémon entscheidest, beginnst dein ganz persönliches Abenteuer. Auf deiner Reise wirst du mit unzähligen Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie du. Ich hoffe, es gelingt dir, durch diese Begegnung herauszufinden, was für dich im Leben wichtig ist und was nicht. Ich sehe, du verstehst mich. Das große Ziel deiner Reise sollte es sein, über den Umgang mit Menschen und Pokémon reifer zu werden und innerlich zu wachsen. So, jetzt ist aber mal gut. Jetzt aber mal los. Geh und stürze dich kopfüber in die Welt der Pokémon. Jo, das machen wir. Herbst? Wieso zum Geier ist Herbst? Das Spiel ist aber falsch eingestellt. Es ist maximal noch Winter. Es wird gerade Frühling. Ich weiß nicht, was das Spiel hat. Angeblich reagiert es auf Jahreszeiten, aber gut. Es ist halt Herbst. Muss das Video halt ein halbes Jahr rauszögern, bis das veröffentlicht werden kann. Zwergi? Professor Escher hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Wo Belnovia bleibt? Da ist sie doch schon. Bin ich schon wieder zu spät? Entschuldigt bitte. Also wirklich, Bell. Dass du alles gern etwas gemächlich angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir doch unser Pokémon bekommen sollen? Du hast ja recht. Es tut mir wirklich leid, ihr beiden. Und wo sind die Pokémon nun? Professor Escher hat sie hierher gebracht, Zwergi. Also steht dir auch das Recht zu, dir zuerst eins auszusuchen. Das ist nur gerecht. In diesem Geschenkpaket warten die Pokémon schon auf uns. Na los, Zwergi, traue dich schon und schau nach, was drin ist. Ich kann es kaum erwarten. Ja, wie ihr seht, ist das Ganze halt, wie schon gesagt, ein DS-Lite-Spiel und ein bisschen leichterer Grafik als Pokémon Y und noch viel leichterer Grafik als Pokémon Sonne gemacht, aber schon im Fortschritt zu Diamant sehr fortentwickelt. Gucken wir einfach mal rein in das Geschenk und gucken, was da drin ist. Zwergi öffnet das Geschenkpaket. Was ist wohl drin? Zusammen mit diesem Brief habe ich dir drei Pokémon geschickt. Rufe deine Freunde herbei und sucht euch je einen Pokémon aus, ohne zu streiten. Alles Gute und beste Grüße, Professor Escher. Auch danke für den Spoiler. Ich wollte selbst nachgucken. Dann wusste ich noch gar nicht, was drin ist. Okay, wähle einen Pokémon aus. Das Feuer-Pokémon Floink
das Pflanzen-Pokémon Serpifeu und das Wasser-Pokémon Otaro. Das sind drei Pokémon, die in dieser Edition komplett neu waren. Und ich glaube, ihr könnt euch schon denken, welches Pokémon ich nehme. Ich habe in Pokémon Sonne das Flammeow genommen. Ich habe in Pokémon Y das, wie war denn das, Fünf, glaube ich, hieß das, genommen. Dann werde ich jetzt auch das Feuer-Pokémon nehmen. Natürlich Pokémon Floink, wenn wir nehmen. Das hat natürlich eine genauso schlimme Entwicklung wie in Pokémon Sonne, das Feuer-Pokémon. Aber ihr werdet es ja sehen, das werden wir im Verlauf des Spiels noch uns ansehen können. Nehmen wir das. Ich bin ein starker Feuer-Pokémon, Feuerstarter-Pokémon-Fan. Also, muss ich mal sagen, Zergiel Floink. Also, ich nehme dieses Pokémon und Sharon bekommt das da, okay? Wieso entscheidest du, welches Pokémon ich bekomme? Was soll's? Ich wollte sowieso von Anfang an Otaro haben. Ja, also, er ist unser Rivale. Natürlich hat er Otaro. Wenn wir Floink haben, soll er nicht zu einfach sein. Es gab, glaube ich, zwischendurch mal eine Edition, in der der, ich glaube, es war Pokémon Y, der unser Standardrivale, gegen den wir als erstes gekämpft haben und am öftesten gekämpft haben, das schwächere Pokémon hatte, also das benachteiligte Pokémon, also das Pflanzen-Pokémon. Ich habe ja mal das Feuer genommen. So, nun hat jeder sein Pokémon ausgewählt. Und jetzt, ich hab's, jeder ist's. Jetzt ist es Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen. Hör mal, Bell, die Pokémon sind zwar noch schwach, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was können die drei schon anrichten? Irgendwann müssen sie ja mal anfangen zu kämpfen. Da habe ich etwa Unrecht. Also Zwergi, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen. Ich kämpfe natürlich jetzt erstmal gegen das Pflanzen-Pokémon und dann gucken wir weiter, wie es mit wie hieß er nochmal? Tali heißt er nicht. Tali war ein Pokémon Sonne. Jetzt haben wir Bild und Mist, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Ich war schon so dran gewöhnt an Lilly und Tali. Tja, jetzt müssen wir uns wieder an Bell und den anderen erinnern. Also gewöhnen, nicht erinnern. Okay. Glut habe ich noch nicht. Ich habe nur Tackle und Rutenschlag. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Scheinbar ja schlecht. Rutenschlag ist nicht so praktisch. Das würde ich lieber lassen. Wenn ich darf. Oha. Sieht nicht so gut aus für mich. Ah, jetzt sieht es gut aus für mich. Er setzt Silberblick ein. Das gibt mir den guten Vorteil. Siehst du, schon haben wir das geschafft. Dein und mein Pokémon haben. Na, kann ich so schnell gar nicht lesen. Wird direkt übersprungen. Auweia. Wow, Zwergi. Du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich habe da so eine Vorahnung. Also wirklich. Bell, jetzt schau dir doch bloß einmal das Zimmer an. Ja, da hast du ganz schön Scheiße gebaut. Was ist denn hier passiert? Das ist ja lieber Hempels unterm Sofa. Oh nein. Wieder die Oma und Opa Dialoge. Hey, bei Hempels unterm Sofa. Das sagt doch keiner. Wie alt sind die 10, glaube ich? Müssten alle 10 sein, weil wir starten ja alle in ein Pokémon-Abenteuer und sag doch kein 10-Jähriger bei Hempels unterm Sofa. Sowas sagt eine 70-jährige, 80-jährige Oma. Aber doch nicht Bell, die maximal 11, 12 Jahre alt ist. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch noch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich einen Pokémon bekommen habe. Du bist doch jetzt nicht wütend, Zwergi, oder? Bell, bei dir sind echt Hopfen und Malz verloren.
Wieder so ein Satz, den sich ein 10-Jähriger niemals einfallen lassen könnte. Ist vermutlich von einem 70-Jährigen programmiert. Insofern ein 70-Jähriger programmieren kann. Was ich auch zu bezweifeln wage. Sei so gut und lass mich jetzt dein verletztes Pokémon aufpäppeln. Scheren hat das Pokémon von Bell aufgeheilt. Ach, Scheren hieß er. Weiß aber noch nicht, wie ich das aussprechen soll. Scheren. Muss ich mich mal informieren. Im nächsten Part weiß ich es dann. Hoffentlich. Lass mich jetzt auch dein Pokémon heilen, Zwergi. Scheren hat das Pokémon von Zwergi geheilt. Pokémon Team natürlich. Oder die Pokémon. Hey, Scheren, willst du dein Pokémon nicht auch mal in einem Kampf schicken? Wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nicht so ein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, da muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer werde ich das Zimmer ja wohl auch nicht zurichten können. Außerdem wäre es nur fair, wenn ich auch mal einen Kampf gönne. Natürlich gegen mich. Versteht sich ja von selbst. Damit steht unser allererster Kampf an. Spürst du auch den Nervenkitzel? Zeig mir, was du drauf hast und gib alles, Otaro. Yep. Unsere ersten Kämpfe. Zwergi versus Scheren. Komischer Name. Scheren. Jetzt wird es ein bisschen brenzlig. Wasser-Pokémon gegen Feuer-Pokémon. Wer sich ein bisschen den Pokémon auskennt, der weiß so in etwa, in dem Vorteil von Wasser zu Feuer. Aber scheinbar haben wir hier sowieso nur Tackle. Und da bringt es noch gar keinen Vorteil. Wir beide haben Tackle. Und da ist es nur absehbar, wenn er jetzt so eine defensive Attacke einsetzt. Und ich jetzt offensive Attacke wie Tackle einsetze, habe ich natürlich gewonnen. Floink erreicht Level 6. Super. Und Scheren besiegt. Uff, so läuft das also bei einem Pokémon-Kampf ab. Zwergi gewinnt 500 Pokédollar. Juhu! Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich im ersten Kampf an den Kürzeren zu ziehen. Aber was für ein Sprung. Was für eine Spannung. Jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber nun muss ich mich erstmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung hier entschuldigen. Weil das natürlich auch du warst, nicht Bell. Ich auch. Ich hab's schließlich verursacht. Ich nicht. Ich leg mich einfach ins Bett. Mal gucken, ob's hier geht. Haben wir jetzt bei jeder Edition versucht. Nein, es geht nicht. Das Bett ist völlig zerwühlt. Stimmt, da will ich auch nicht rein. Da ist eine dreckige Tatzenspur drauf. Na gut. Ging nur in Pokémon Sonne. Pokémon Y kann ich mich, glaube ich, draufsetzen. Zwergi sieht sich den PC an. Pokémon Basiswissen. In dieser Welt leben Pokémon. Ach so, das haben wir schon vom Professor gehört. Es gibt eine Wii-Konsole. Ja, die neueste Konsole zur Zeit des Release von diesem Spiel. Sie ist in einwandfreiem Zustand. Also meine Wii, die ich hier habe, also nicht meine, sondern die von meiner Schwester, die ist nicht mehr im einwandfreien Zustand. Das gibt es ja schon ein paar Jahre. Entschuldigung für den Tumult von eben. Also, ich werde dann mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut, schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Solltet ihr stattdessen nicht lieber Professor Escher besuchen? Ja, stimmt. Wir sollten uns bei Professor Escher bedanken gehen. Bis bald und Entschuldigung für die Umstände. Ich warte dann vor dem Labor von Professor auf euch. Oh, ich muss vorher nochmal kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung.
Zwergi, Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lärmen der Pokémon war bis hier unten zu hören. Ach, das weckt Erinnerungen an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Damals, 1780, na gut, vielleicht war es doch 1980. Ehe ich es vergesse, nach dem Kampf sollte man seinen Pokémon eine Pause gönnen. So, dein Pokémon ist wieder putzmunter. Und vergiss deinen Visiocaster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. Zwergi erhält Visiocaster. Was auch immer das ist, wir werden es wohl in Zukunft herausfinden. Zwergi verstaut das Item Visiocaster in der Basis-Items-Tasche. Du gehst dich auch bei Professor Escher bedanken, nicht wahr? Also dann, lasst euch mal nicht aufhalten. Nur, ich würde mich aber gerne noch kurz umgucken. Ein Schrank. Dort stehen Pokémon-Artikel. Hallo zusammen! Mina! Hi zusammen! Es ist wieder Zeit für unsere wöchentliche Japanisch-Kurs. Heute bringen wir euch eine Frage bei, die ihr anbringen könnt, wenn ihr bei unserem Gegenüber ein Pokémon steht, das euer Interesse geweckt. Wo hast du dieses Pokémon gefangen? Man mag sich vielleicht denken, so ein süßes Pokémon hätte man auch gern, aber deswegen darf man es dem anderen ja nicht einfach wegnehmen. Also fragt man natürlich höflich, wo er das wohl gefangen haben könnte. Auf Japanisch würde das dann so klingen. Mit der Info, die man daraufhin erhält, kann man sich dann selbst auf die Suche machen. Schön, das war's dann wieder für heute. Ja, nee, Mina. Tschüss, alle zusammen. Okay, da läuft Fernsehen im Fernsehen. Das ist ja vollgestopft mit Pokémon-Artikeln. Was für eine Überraschung. Eine Pflanze. Finde das Bett. Wir haben wieder mal nur ein Bett im ganzen Haus. Der Apfelhammer ist leer. Und wird auch absolut kein Müll verbraucht. Hier sind allerlei Gegenstände wohlgeordnet untergebracht. Ja, der Müllhammer ist einfach leer. Wir fressen einfach die Abfälle mit, die Eierscheine und so. Wird einfach alles mitgegessen. Und Mutter schläft hier irgendwie auf so einem Kissen. Oder mit mir in einem Bett. Ja, sie schläft auf einem Kissen. Oha. Was für eine herbstliche Landschaft. Es ist aber nicht Herbst, es ist Frühling. Hallo. Hallo, Spiel. Es ist Frühling. Die moderne Technik ist schon was Tolles. Man denke sich da nur mal an die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die unsere Infrarotverbindung eröffnet. Wer wohnt hier? Ich stürme einfach rein, mach einfach aus Friedensbruch. Ich begehe das einfach hier aus Friedensbruch. Moin. Willst nicht mit mir reden? Hä? Nicht? Hallo? Scherens Vater? Was? Ich bin... Das ist Scherens Vater. So hätte ich mir aber nicht vorgestellt. Hey, Zwergi! Ich hab's schon gehört, Professor Esche will dir eines seiner Pokémon anvertrauen. Ach, du hast es ja schon bekommen. Oh, wie süß, das Kleine. Dann kannst du jetzt ja endlich als Trainer deine Abenteuer angehen. Dann würde ich dir jetzt aus dem Expeditionsbuch vorlesen. Hier steht, für Trainer... Ist der X-Knopf unerlässlich, vergiss das nicht. In Pokémon Sonne war es unser Vater, der das uns irgendwie hinterlassen hat. Wir haben keinen Vater, aber irgendwie... Ja. Ich weiß, Scheren ist etwas verschlossen. Man hat es nicht immer leicht mit ihm. Aber versucht bitte, euch nicht zu streiten. Nur, was habt ihr ihm auch so einen Namen gegeben?
Hauptsache, ich nenne mein Kind einfach Scheren. Was ist denn das für ein Name? Der Apfelhammer ist leer. Ach, auch bei euch ist wohl hier in der Region so üblich, dass man den Apfel einfach mit Frucht hat. Machen alle hier so. Schön zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin, der die Plastikverpackung von der Pizza mit isst. Die Tüte vom Hamburger einfach mit verspeist. Nein, nein und nochmals nein. Aber ich habe doch ein Pokémon bekommen. Ich bin also schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer. Hallo? Mach dir keine Sorgen. Es ist alles in bester Ordnung. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich warte vor dem Labor auf dich. Okay. Wie bitte? Meine kleine Tochter will mit ihrem Pokémon auf Reisen gehen. So jung und dann noch ganz alleine. Da bleibt alles so, wie es ist. Aber Liebling, du machst dir wirklich zu viele Sorgen. Es ist doch mit allen Kindern so. Mit seinen Pokémon auf Reisen zu gehen, ist für ein Kind nun mal ein wichtiger Schritt, um erwachsener zu werden. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Da bleibt alles so, wie es ist, nicht anders. Oh, Kacke. Oh, pinkes Bett. Hübsch sieht's aus. Aber Eltern hatte. Der ist bestimmt Andreas, oder? Toru. Hallo, ihr Lieben. Alles fit bei euch. Da draußen an den Fernsehgeräten. Nun, nicht versagen, ob fit oder nicht. Jetzt ist es wieder Zeit für unsere wöchentlichen Japano-Kurs. Okay. Haben wir alles schon gehört. Muss nicht nochmal hören. Ist ein anderer Japano-Kurs. Haus von Bell. Achso, das steht am Briefkasten. Und wer bist du? Glaubst du, so ein Reisen-Pokémon als Begleiter kann einen Menschen verändern? Absolut nicht. Du hast recht. Man sollte sich nicht so viele Gedanken machen und seine Reise einfach genießen. So kann man es natürlich auch sehen. Und das kleine Mädchen hier? Auf der Welt soll es unzählige Pokémon und viele verschiedene Menschen geben. Wenn ich das höre, verspüre ich mit meinem Menschen mal so ein Kribbeln in den Fingern. Okay. Jetzt aber los, auf zu Professor Escher. Okay. Hallo, ich habe schon auf euch gewartet. Ich habe euch erwartet. Meine jungen Freunde, ich möchte mich euch erneut vorstellen. Ich bin... Herr Professor Esche, wir kennen Sie doch schon. Ja, Scheren, mir ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute verdient ein wenig Förmlichkeit. Also dann, ich stelle mich nochmal fürs Tutorial einfach mal kurz vor. Ich bin Professor Escher. Meine Forschung befasst sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe also die Frage nach, wie lange sie schon auf der Welt leben. Oh, ihr habt ja eure Pokémon schon kämpfen lassen. Das ist ja großartig. Dann haben sie sicher auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht ziemlich ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr euren Pokémon Spitznamen geben? Selbstverständlich. Ein Männchen. Ich nenne es einfach ganz schlicht wie mein Pikachu in Pokémon Sonne. Ben. Verstehe. Bist du mit Ben als Spitznamen zufrieden? Ja. Nehme ich. Später können wir uns dann irgendwie noch andere Pokémon Namen ausdenken. Schreibt es mal einfach in die Kommentare,
haut es einfach in die Kommentare rein, wenn ihr Ideen für weitere Pokémon habt. Schreibt eure Lieblingsspitznamen unter dieses Video, dann kann ich später mal darauf zurückgreifen und mal gucken, was ich so für Namen verwenden kann. Ben soll es heißen. Das ist wirklich ein sehr schöner Name. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Goldrichtig, Cheren. Du hast so viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es euch noch einmal erklären. Selbstverständlich, weil wir ein bisschen beschränkt sind. Deshalb muss man uns alles erklären. Weil das die erste Pokémon-Edition ist, die wir spielen. Und nicht schon die dritte. Nun zum Pokédex. Es ist ein hoch... Zwergi, Scheren und Bell. Seid ihr bereit, euch euer großes Abenteuer anzugehen und dabei den Pokédex zu vervollständigen? Ja. Los geht's. Ja. Ich meine natürlich... Jawohl! Vielen Dank, Professor Escher. Dank Ihnen hat sich mein großer Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch dreien. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Und den Dialog gerade eben habe ich übrigens nicht vorgespult. Den habe ich einfach so schnell gesprochen. Zwergi erhält den Pokédex. Ich dachte, da kommt noch was hinten dran. Und ein Name für den Pokédex, aber ist ja nicht Pokémon Sonne. Nun, zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie und wo ihr Pokémon ausfindig machen könnt. Folgt mir dazu bitte auf Route 1. So, das machen wir. Wenn Professor Escher uns schon darum bittet, kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nichts verkehrt daran, sich auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können nach Berlin reisen, solange wir den Pokédex vervollständigen. Ja, los geht's. Aber leider erst im nächsten Part. Bis dahin. Däumchen nach oben, Däumchen nach unten. Gehabt euch wohl. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Part. Da seid ihr ja. Und was hat Professor Escher gesagt? Sie hat euch also gebeten, den Pokédex zu vervollständigen. Das ist ja großartig. Nun ja. Also ehrlich gesagt habe ich das schon vorher gewusst. In diesem Sinne gebe ich euch diese Karten hier. Blabberdi, Phase, Phase. Scheren kriegt auch eine. Bell auch eine. Blablabla, Phase. Okay, Zwergi. Belehrung über Pokémon. Phase, 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 Phase. Eine gute Reise dir. Phase, 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 Phase. Route 1. Los geht's.